klappt nicht zu 100%, ja, aber meistens klappt das sehr, sehr gut. Wir wollen uns wieder bilden. Es ist wieder Bildungszeit, liebe Leute. Ja, 11 Dinge, die fast jeder immer falsch macht. In Klammern du auch, Fragezeichen. Wenn ich das Bild von den Toffifee sehe, ja, ich möchte erstmal wissen, was ich falsch mache. Fast immer. Oder fast jeder. Toffifee niemals drauf drum drücken oder so, sondern dafür gibt es immer diese Löchlein hier. Da kannst du reindrücken. Wenn du auf zwei gegenüberliegenden Seiten zum Beispiel reindrückst, dann kommt die Toffifee raus. Du kannst aber auch umdrehen und machen. Das geht auch. Ne, aber ansonsten hier da reindrücken, dafür die Vertiefung, genau, die sind dafür da, dass die Toffifee rausplöppen. Woher ich das weiß, möchte ich nicht sagen. Das geht niemandem was an. Ich schweige mich darüber aus. Lasst mich in Ruhe. Ich kann auch ohne eure Verurteilung leben. Ich weiß, ich habe Fehler gebaut. Aber ich werde sie wiederholen, denn ich bin nicht lernfähig. Weiter geht's. In diesem Video zeige ich dir 11 Dinge, die fast jeder immer falsch macht. Besonders Nummer 3 und 9 haben mich stark überrascht. Ich konnte nicht glauben, wie viele... Besonders 3 und 9 haben mich stark überrascht. So ein Clickbait einfach. Was ist das? Ich gucke das Video doch schon. Du musst nicht sagen, 3 und 9 haben mich überrascht. Du sagst auch nur, 9 hat mich überrascht, damit ich das Video gucke bis zur 9. Ich guck's doch aber eh schon. Du musst mich wirklich nicht dabei halten. So, ich bin gespannt. Weh, 3 und 9 überraschen uns nicht. Weh. Okay, pass auf. Viele Menschen Sachen immer falsch benutzt haben, einfach weil sie schon immer so gemacht haben. Starten wir direkt mit Trick Nummer 1. Die meisten Sachen hängst du wahrscheinlich einfach so auf... Mich überrascht, dass Leute noch Toblerone essen. ...ein Kleiderbügel auf. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Doch es gibt Kleiderstücke, die bekommen hässliche Druckstellen, wenn du sie über einen Kleiderbügel hängst. Meistens sind dies schwerere Kleidungsstücke wie Pullover. Und um diese Druckstellen zu vermeiden, gibt es einen genialen Trick, wie du die Klamotten so über den Kleiderbügel hängen kannst... Ich hatte noch nie Druckstellen im Pullover. Aber ich habe auch nicht diese dünnen Kleiderbügel. Ich habe, glaube ich, so uralte Holzkleiderbügel. Sind ein bisschen breiter einfach. Damit diese Druckstellen eben... Toblerone sind besser als Toffifee. Ich glaube, es hackt. Ich habe Toblerone schon ewig nicht mehr gegessen. Ich fand es früher immer ganz geil, aber irgendwann haben die das Rezept verändert? Ich weiß nicht. Irgendwas haben die gemacht? Weiß ich nicht. Toffifee sind echt die ekligsten Süßigkeiten. Okay, jetzt wird gebannt hier. Ganz ehrlich, Janni, was soll das? Das gibt ja... Also das kann ich nicht ertragen. Jetzt reicht's, damit du mal siehst, dass ich ernst mache. Ja, also jetzt irgendwo ist auch mal vorbei. Können wir weitermachen oder haben wir weitere Abtrünnige hier heute im Chat? Sind hier weitere Abtrünnige unter uns, die gerne ihre falsche Meinung verbreiten wollen und ihren falschen Geschmack? Gut, so, kommen wir zu dem Pullover. Jetzt der Pullover. Leertaste. Dann gibt es einen genialen Trick, wie du die Klamotten so über den Kleiderbügel hängen kannst, damit diese Druckstellen eben nicht entstehen. Klappe den Pullover dafür mittig einmal übereinander. Nimm jetzt den Kleiderbügel und lege ihn so, wie du es hier sehen kannst, in die Armbeuge, sodass der Bügel in der Mitte nach unten zeigt. Jetzt schnappst du dir dann die eine Seite und faltest sie hier rüber und danach noch die andere Seite und faltest sie ebenfalls rüber. Das lohnt den Aufwand gar nicht. Hä? Ich packe einen Bügel einfach oben in den Kragen, dann passt das. Ich falte doch nicht meinen Pullover und lege dann... Wer macht denn sowas? Also, was? Kann sein, dass das geht, aber was? Nee. Nimm den Kleiderbügel jetzt einfach hoch und hänge dein Pullover so in den... Ich will doch kein Origami falten. Ich will meine fucking Sachen in den Schrank. Ich bin überhaupt froh, wenn ich überhaupt was aufhänge. Ja, davon abgesehen. Dank. Denn dadurch ist das Gewicht viel besser verteilt und du hast keine hässlichen Streifen. Und wenn du den Pullover wieder abnehmen willst, wenn du mal ganz kurz eben rausgehen willst, dir einen Pulli schnappen, dann musst du erstmal alles entfalten. So, weiß ich nicht, komm. Bei Trick Nummer 2. Und vor allen Dingen, das macht nicht jeder falsch, das macht jeder richtig, aber einen Pulli normal aufhängen, lebt doch mal wie ein Mensch, Mann. So, was jetzt, Handtuch? Da geht es um Handtücher. Handtuch. Denn wenn du dir nach dem Duschen auch immer ein Handtuch umschlägst, hast du es wahrscheinlich immer so gemacht. Du legst es hinten drüber, schlägst es nach vorne zu und nimmst jetzt dieses Stück und steckst es vorne in das Handtuch rein und drehst es vielleicht noch einige Male nach unten. Und es fällt immer runter und dann bist du der Typ bei King of Queens, der an die Tür geht. Wenn Doug Heffernan vorbeikommt und du bist aber so ein Typ, der sammelt Puppenteile, sehr viele Puppenköpfe im Regal und alles, ja, und das bist dann du. Ich fühle das ein bisschen. Das Problem ist allerdings, wenn du dich nur einige Male bewegst, dann wird das Handtuch immer wieder rutschen. Du musst... Da hilft ein Ständer. Einfach einen Ständer haben und dann darüber ziehen. Ja, dann so, fertig. Du musst es immer wieder neu befestigen. Dabei gibt es eine viel einfachere Methode, mit der das Handtuch sicher hält, ohne dass es jemals verrutscht. Ja. Nimm es dafür wieder von hinten und lege es um dich herum. Anstatt jetzt diese kleine Ecke ab oben reinzustecken, solltest du es im Ganzen einmal umschlagen. Und damit es wirklich sicher hält, überall, wiederholst du diesen ganzen Prozess nochmal und schlägst es ein weiteres Mal um.
Denn jetzt kannst du machen, was du willst. Du kannst herumspringen, durch die Gegend laufen und musst keine Angst mehr haben, dass dein Handtuch dir runterrutschen könnte. Ich werde nie wieder was anderes machen. Okay, das ist nice. Wirklich? Okay, jetzt habe ich wirklich was gelernt. Hä? Das mache ich seit Ewigkeiten so, ist legit besser? Okay, voll geil. Voll der geile Lifehack, ja, Mann. Mein dicker Bauch widerspricht, dann brauchst du größere Handtücher. Okay. Und kennst du schon diese geniale Methode, wie du eine Käsereibe eigentlich verwenden solltest? Sicher. Käsereibe hinlegen. Nicht Schale drunter, sondern die Käsereibe hinlegen auf die Seite und dann oben drüber reiben. Am besten noch die Käsereibe oben ein bisschen einölen, damit der Käse nicht kleben bleibt an den Dingern, sondern damit er durchfällt. Eigentlich machst du es meistens so. Du schnappst sie dir und stellst sie jetzt auf einen Teller oder in eine Schale und beginnst dann damit das zu reiben, was du eben klein reiben möchtest. Wo hast du den Ersteller deines Streaming-Backgrounds markiert? Hier ist er markiert. Hier. Der Ersteller meines Streaming-Backgrounds ist der Typ hier. Oder muss ich jetzt extra noch irgendwo hinschreiben, damit ich hier nicht in die Bredouille gerate? Oder wolltest du mir gerade einfach was anhängen? Oder wolltest du ihn fragen, ob er dir was macht? Bin nicht ganz sicher, was du meinst. Ja, das ist dann im Fensterchen. Ja. Jetzt aber erstmal zur Käsereibe. So, warte. In eine Schale und beginnst dann damit, das zu reiben, was du eben klein reiben möchtest. Warte. Das Problem daran ist allerdings, dass du die Käsereibe meistens festhalten musst und dadurch auch einiges mit daneben fällt. Super umständlich. Um das zu vermeiden, gibt es eine viel genialere Methode. Lege die Käsereibe einfach hin, so wie du es hier sehen kannst. So geht das Reiben deutlich einfacher und außerdem fällt jetzt nichts mehr daneben, denn der gesamte Inhalt fällt in die Käsereibe. So kannst du sie dann einfach über der Schüssel oder Schale auskippen und hast allen Inhalt wirklich in der Schüssel und nicht mehr daneben liegen. Oder einfach den Käse im Ganzen auf die Speise legen, das geht auch. Ja, falls ihr gar nicht reiben wollt, einfach den Käse im Ganzen. Am besten das ganze Käserad da drauf liegen. Ja. So, warte. Außerdem gibt es noch einen genialen Bonustrick. Da liegt was daneben. Das war noch von vorher. Das, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das lag schon vorher, bevor er die hingelegt hat, ne? Warte, wir gucken mal. Noch einiges mit daneben fällt. Um das zu vermeiden, gibt es eine da liegt genialere Methode. Ja, hab ich mich auch gesehen. Lege die Käserei und so kannst du sie dann einfach über der Schüssel oder Schale auskippen und hast allen Inhalt wirklich in der Schüssel und nicht mehr daneben liegen. Außerdem gibt es noch einen genialen Bonustrick. Wenn du nicht möchtest, dass der ganze Käse an der Käsereibe haften bleibt, dann nimm etwas Öl oder Butter und schmiere die Käsereibe vorher damit ein. Mein Öl sieht genauso aus. Ja. Denn dadurch sollte hier nichts mehr haften bleiben und alles rutscht einfach durch. Hast du solche Putzhandschuhe? Dann hast du auch diese vielleicht schon dein ganzes Leben lang falsch benutzt. Denn es gibt einen genialen Trick, der sogar noch sehr nützlich sein kann. Was? Wenn du solche Handschuhe benutzt, dann schlüpfst du meistens auch nur einfach herein und beginnst schon mit dem Putzen. Vorher die Hand mit Butter einschmieren. Nee, was kommt denn jetzt? Doch hier ist schon der Fehler. Wenn deine Handschuhe am unteren Ende jetzt so aussehen, hast du es auf jeden Fall falsch gemacht. Ach, damit das Wasser nicht auf den Arm läuft, einmal umschlagen, ne? Ich glaube, das Ding ist. Denn eigentlich solltest du das Ende umschlagen. Das steht sogar auf den meisten Verpackungen solcher Putzhandschuhe. Schlage das Ende einfach kurz um. Und zwar so weit, bis diese Gummioberfläche endet. Denn so sollten Putzhandschuhe eigentlich aussehen. Und das hat, wie gesagt, einen wirklich genialen Grund, den ich dir jetzt zeige. Denn wenn du etwas putzt, dann werden deine Hände bzw. die Handschuhe natürlich auch nass und kommen auch mit Reiniger in Berührung. Wenn du das Ende nicht umschlägst und die Hände nach oben hältst, dann hast du das Problem, dass das Ganze dir auf deine Haut kommt, was natürlich nicht so gut ist. Wenn du das Ende allerdings umgeschlagen hast, dann läuft der ganze Reiniger und das Wasser hier in diese kleine Lasche vom Handschuh und du bekommst nichts mehr auf deine Haut. Und oh, wie tragisch. Naja, das kommt drauf an, ne? Wenn du da wieder dein Dünnschiss weggewischt hast von deinem, also deinen täglichen Bierschiss, weil du es wieder aufs Klo geschafft hast, kann ja auch sein. Ne? Muss ja nicht unbedingt sauberes Wasser sein, was da runterläuft. Das willst du dann vielleicht nicht unbedingt hier haben, weil, weiß ich nicht. Dann kommt wieder Asche vorbei und musst die Kruste runtermachen. Und kannst es danach einfach wieder auskippen. Verpackst du Geschenke auch gerne in solche Geschenktüten? Nein. Dann hast du diese mit Sicherheit auch immer falsch benutzt. Wie man es richtig macht, ist, man nimmt das Geschenk, macht Geschenkpapier drum, dass es irgendwie nicht so richtig passt und bla. Und dann nimmt man 10 Kilogramm Tesafilm und bindet es überall fest, damit es einfach irgendwie noch hinhaut. So macht man es richtig. Und wenn ihr dann noch clever seid, macht ihr noch ein schönes Schleifchen drum und schon sieht es aus wie ein tolles Geschenk. Ja, so verpackt man Geschenke mit Liebe. Und jeder, der das so gemacht hat, ja,
steckt da wesentlich mehr Arbeit rein, als jemand, der einfach Geschenke einpacken kann und dann einfach so lalalala und da ist so noch ein schöner Fissel drauf und so. Ja, da steckt viel mehr Arbeit drin. Denn das Problem an diesen und dann ist, packst dass du an so eine den beiden Tüte, Tragegriffen genau. zwar tragen kannst, die Tasche oben aber immer ein kleines Stückchen offen ist. Das bedeutet, man kann immer vorher schon reingucken, was sich in der Tasche befindet. Tesafilm. Wenn du die Geschenke darin also nicht noch extra verpacken möchtest, dann solltest 10 du dir diesen Trick mal genauer anschauen. Denn es gibt eine Funktion, wie du diese zubekommst. Der verschenkt eine Packung Dinkelmehl, der wird nicht oft eingeladen, oder? Er ist wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Hier, Vater, zu deinem 40. Packung Dinkelmehl, Alter. Was? Oder für die Kinder zur Einschulung in der Schultüte in der großen, aber Packung Dinkelmehl drin. Was? Weiß ich nicht. Oh Mann, Dinkelmehl. Ah. Vater, das habe ich mir gewünscht. Weiß ich nicht. Gute Kindererziehung vielleicht. Oder? Diesen Trick mal genauer anschauen. Denn es gibt eine Funktion, wie du diese zubekommst, ohne dass du sie zukleben musst. Ja. Und diese Funktion ist sogar von den Herstellern so gedacht, nur kaum einer kennt sie und daher benutzt sie fast niemand. Umklappen denn eigentlich dann. Solltest du es so machen. Du schaust jetzt in das Innere dieser Tasche und solltest diese Kordeln immer in das entgegengesetzte Loch stecken. Und zwar von innen, so wie du es hier sehen kannst. Das heißt, diese Kordel geht durch dieses Loch und auf der anderen Seite machen wir dasselbe mit der anderen Kordel. Ach, und das mit allen vier Stück. Denn dadurch hast du jetzt Folgendes geschafft. Du kannst die Tasche jetzt einfach an den Griffen ziehen und verschließt sie dadurch auch automatisch. So kannst du sie durch die Gegend tragen, aber niemand kann mehr in die Tasche hereingucken. Auch nicht, wenn... Also ich kannte das nicht, aber ich habe auch selten solche Tüten oder Geschenktüten oder so. Ich weiß nicht, wann ich letzte hatte, keine Ahnung. Wenn du sie übergibst, erst muss man sie direkt öffnen. Und das hat mich wirklich schockiert. Die meisten Menschen benutzen sogar ihr Heizungsthermostat komplett falsch und verbrennen damit sehr viel Geld. Denn wenn dir besonders kalt ist, schaltest du die Heizung dann auch schnell auf 5, damit sie schnell warm wird? Das ist tatsächlich komplett falsch. Dafür musst du verstehen, wie das Heizungsthermostat funktioniert. Denn die Zahlen bedeuten nicht, dass wenn du sie auf eine hohe Stufe stellst, dass es schneller warm wird. Es bedeutet lediglich, dass die Heizung länger aufheizt, da du eine höhere Temperatur eingestellt hast. Mit dem Thermostat sagst du der Heizung, wie... Also ich stelle auf 3. Ich stelle immer auf 3. Ich weiß nicht warum, ich stelle immer auf 3. Wie warm du es in deiner Wohnung haben möchtest. Ja. Irgendwo auf deinem Thermostat stehen wahrscheinlich sogar die Gradzahlen, die die einzelnen Zahlen auf dem Thermostat bedeuten. Bei mir bedeutet die 2 zum Beispiel 16 Grad, die 3 sind 20 Grad, die 4 sind 24 Grad und die 5 sind 28 Grad. Mhm. Die Heizung schaltet sich also automatisch ein, wenn die Temperatur unter dem Wert ist, den du eingestellt hast. Sobald das Thermostat dann die Temperatur erreicht, die du haben wolltest, schaltet sie sich wieder aus, bis die Temperatur wieder weiter nach unten fällt und sie sich wieder automatisch einschaltet. Hm. Wenn du die Heizung also auf 5 stellst, bedeutet das, du möchtest 28 Grad haben, was du wahrscheinlich so gut wie nie erreichen wirst. Das bedeutet, die Heizung läuft und läuft einfach die ganze Zeit weiter. Durch die höhere Zahl, die du eingestellt... Boah, 28 Grad würde ich auch eingehen. Boah, überleg mal 28 Grad im Schlafzimmer. Wer macht denn sowas? Richtige Sauna einfach, oh, wie unangenehm. Oder bei 28 Grad im Wohnzimmer sitzen, aber nee, hätte ich gar keinen Bock. Hast, wird aber nicht mehr Wasser in die Heizung gelassen und es wird auch nicht schneller warm. Wenn du also 21 Grad haben Grad möchtest, beste. Schalte deine Heizung auf 3 und lass sie auf dieser Zahl stehen. So kannst du sogar deutlich an Energiekosten sparen, weil du jetzt weißt, wie deine Heizung richtig funktioniert. Und ich konnte es auch nicht glauben, aber man kann sogar Alufolie falsch benutzen. Denn Alufolie hat 2 Seiten. Und diese haben 2 verschiedene Eigenschaften. Je nachdem, was du in die Alufolie legen musst, musst du eine andere Seite benutzen. Aber das stimmt gar nicht. Alufolie ist von beiden Seiten Alufolie und die hat auf der einen Seite, glaube ich, manche haben auf der einen Seite ein Druckmuster und das war's. Das ist ein Urban Myth, soweit ich weiß. Das ist schon debunked, oder? Das ist debunked, soweit ich weiß. Das stimmt nicht. Weil die Alufolie ist von innen wie außen Alufolie. Denn wir haben eine glänzende und eine matte Seite. Ja, das ist richtig. Die glänzende Seite reflektiert Wärme stärker als die matte Seite. Das bedeutet, wenn du etwas Kaltes in die Alufolie legen möchtest, solltest du die matte Seite nach innen zeigen lassen. Aber das, also vielleicht, wenn man es in die Sonne legt, eventuell, aber selbst dann weiß ich nicht genau, inwiefern das Impact hat. Und wenn du etwas Warmes in Alufolie packst, sollte die glänzende Seite nach innen zeigen. Denn so kannst du warme Speisen besser warm halten. Und es gibt sogar eine geniale Möglichkeit, wie du ein solches Nudelsieb deutlich besser und einfacher benutzen kannst. Ja. Denn wahrscheinlich machst du es auch immer so, dass du einfach dein Nudelsieb in die Spüle stellst. Dieses Nudelsieb ist viel zu groß für Spaghetti. Was sind das für große Löcher?
Das sind viel zu große Löcher. Du kochst jetzt deine Nudeln, Kartoffeln oder Reis und kippst das Ganze hier einfach hinein, damit das Wasser dann abläuft. Und was machst du danach? Na gut, dafür geht's. Meistens kippst du die Nudeln wieder zurück in den Topf. Doch diesen Prozess kannst du dir komplett sparen, es geht nämlich viel einfacher. Nimm dafür dein Nudelsieb und stelle dieses jetzt oben in den Topf, wo die Nudeln und das Wasser drin ist. Und jetzt kippst du beides zusammen einfach ab. Ich bin oldschool, ja. Ich mache in diesem Fall mit den Nudeln, würde ich das Nudelsieb gar nicht erst rausholen. Ich würde es mit dem, ich habe ja einen Deckel drauf, ne, damit das Wasser schneller warm wird. Und ich würde einfach den Deckel nehmen mit dem Handtuch und würde es ein bisschen anschrägen und dann lasse ich es ablaufen. Also ich brauche das Nudelsieb nicht mal. Ich mache das einfach mit dem Deckel. Fertig. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Geht am schnellsten, Deckel ist eh da, da verbrennt man sich doch. Deswegen machst du, du schlägst ein Handtuch um den Topf, ne? Also nicht ganz rum, sondern so an die Griffe und so. Und dann fasst du fast nur am Handtuch an quasi. Da verbrennst du dich nicht. Und das Wasser rinnt sehr schön ab. Ich wackel ja noch ein bisschen und so. Genau, Deckel mit Tuch halten, genau. Und du wackelst noch ein bisschen mit dem Dingens, lässt ein paar Mal abtropfen, nicht nur einmal. Ja, du machst ja nicht nur einmal Wasser raus und ist gut, sondern du kippst ja noch ein bisschen rum, so, falls da Wasser in den Nudeln noch drin ist und sowas. Denn so läuft das Wasser hier heraus und die Nudeln bleiben direkt im Topf und du musst sie danach auch nicht mehr umkippen. Und Just Smithy, auch dir vielen Dank, Just Smithy. Wenn du solche Getränkeflaschen hast, dann gibt es sogar hier einen genialen Trick, wie die Getränke deutlich länger besser schmecken. Denn meistens machst du es ja nicht so, du schüttest dir etwas von dem Getränk ein oder trinkst direkt aus der Flasche und verschließt sie danach einfach wieder. Allerdings solltest du es eigentlich etwas anders machen. Anstatt sie einfach so zu verschließen, dass hier noch Luft drin ist, solltest du die Luft vorher herausbekommen. Dieser Trick funktioniert bei allen Getränken mit Kohlensäure. Drücke die Flasche jetzt so weit zusammen, bis die Flüssigkeit... Das dauert mir zu lange, ich schüttel die in Sieb und mach dann weiter, dann können die in Ruhe abtropfen. Aber du musst sie doch selber nochmal durchschütteln. Also ich schüttle die so oder so nochmal durch, ob mit Sieb oder ohne. Ich bin ganz ehrlich... Das würde ich niemals machen. Ich würde die Flasche nie so hier hinstellen oder in den Kühlschrank oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, ich krieg Zustände, wenn ich das nur sehe. Wenn ich das sehe, dann ist oh, dann krieg ich schon Hass. Und das ist die 9. Das ist die 9, wo er gesagt hat, da bin ich besonders überrascht. Am Anfang hat er gesagt, 3 und 9, da, wow, lebensverändernd. Das hier ist gerade die 9. Da hat er gesagt, ja, das hier ist jetzt, das ist, boah, ich krieg Zustände, wenn ich nur die Flasche sehe. Oben am Deckel ankommt und verschließe ihn dann. Denn nein. Dadurch, dass keine Luft mehr in der Flasche ist, hast du deutlich länger etwas von der Kohlensäure. Diese würde sich ansonsten mit der Luft verbinden und schneller entweichen. So schmecken die Getränke deutlich länger besser. Ich habe eine Idee, was du machen kannst, damit deine Getränke deutlich besser, länger besser schmecken. Trink doch einfach schneller, dann hält die Kohlensäure auch. Einfach schneller trinken. Einfach so, ich demonstriere euch das mal, ja, hier, so. Ich mache das mal auf und dann gieße ich das hier ein. So. Das Glas ist leider ein bisschen kleiner. Und dann, und vor allen Dingen, bei der Flasche hier, was soll ich denn da machen? Ja. Ich stelle jetzt da hin und dann ist nur noch ein Glas drin. Und wenn ich jetzt noch ein Glas trinke. Ich trinke nicht so viel, weil sonst rülpse ich euch voll an, ja. Es war nur eine Demonstration, die Cola wird den heutigen Abend nicht überleben. Und deswegen ist er mit der Kohlensäure auch kein Problem. Wir müssen doch eh alle mehr trinken. Bei Glasflaschen einfach den Rest mit Butter auffüllen. Ja, das ist kein Problem. Oder mit Öl. Auch wenn es etwas komisch aussieht, die Flaschen so hinzustellen. Isst du gerne mal Toblerone? Dann hast du auch diese wahrscheinlich falsch benutzt. Ich benutze die nicht. Wie falsch benutzt? Das war vorher weiße Schokolade. Nee, jedenfalls, ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ich habe keine Ahnung. Aber wir erfahren jetzt wieder spannende Dinge. Warte. Denn normalerweise machst du es so. Du öffnest die Verpackung und holst jetzt die kleinen Berge hier heraus. Jetzt möchtest du natürlich nicht einfach an dieser Stange knabbern, sondern die einzelnen Stückchen abbrechen. Machst du es dann auch immer so, dass du mit dem Finger zwischen diese gehst? Nee, damit auch schokoladig. Ich erinnere mich, ich wusste mal, wie man die isst. Ich kannte mal den Trick. Aber da hat man, glaube ich, auch nicht... Gegendrücken, ja, aber da gab es noch was anderes. Ich weiß nicht mehr, was das war. Es gab noch was anderes. Warte mal, guck mal, was macht. Dann kennst du das Problem, dass es meistens einige Zeit lang dauert und auch gar nicht so einfach funktioniert. Viel besser geht es, wenn du die Berge direkt aneinander drückst, so wie du hier sehen kannst. Es gab noch was anderes. Es gab da noch irgendwas anderes. Ich war, ne, aber ich weiß es nicht mehr. Oder vielleicht einmal mit dem Buttermesser abschneiden. Das geht noch am besten. Denn so geht es deutlich einfacher, schneller und du hast die Hände danach weniger voll mit Schokolade.
Ein ebenso genialer Trick ist in jeder Toffifee-Packung eingebaut. Denn wahrscheinlich kennst du es auch, dass du die einzelnen Toffifees nicht so einfach aus der Packung herausbekommst. Vielleicht hebst du sie dann auch irgendwo seitlich hoch und drückst sie hier heraus. Manche sind zwar schon locker, aber manche sind doch noch sehr fest in der Verpackung. Das habe ich früher gemacht, bevor ich enlightened wurde. Ja, früher habe ich von hinten gegen gedrückt, aber dann hatte ich das Enlightenment irgendwann. Anstatt von unten hochdrücken, nee, auf die Zwischenräume klicken. Also die Zwischenräume sind dafür da, um die dann raus mit Hebelkraft quasi rauszupressen. Das aber so zu machen, solltest du mal auf diese Löcher achten. Ja. Denn hier musst du einfach nur mit deinen Fingern herunterdrücken. Klopp. Dadurch kommt der Toffifee heraus und du kannst ihn direkt greifen und entnehmen. Klappt nicht zu 100%, ja, aber meistens klappt das sehr, sehr gut. Und du hast dann theoretisch keine schmutzigen Händen, weil du auf den Toffifee rumdrückst, aber du nimmst das Toffifee trotzdem in die Hand. Würdest du jetzt noch 9 weitere Dinge kennen, die jeder immer falsch macht, dann klicke jetzt auf das Video, welches du im Bildschirm siehst. Denn dort zeige ich dir noch weitere. Habe ich irgendwas gelernt? Doch, ich habe irgendwas gelernt. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gelernt habe.